Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Du bist am Dock. Du hast gerade mal 5 Minuten dieses verdammte Land gesehen. Ja, diese verdammte Stadt. Die verborgene Stadt. Bei der Verfolgung von Manuel Palaiologos hat Ezio eine Region namens Kappadokien erreicht. Finden Sie die vermissten osmanischen Spione und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspüren. Nicht entdeckt werden. Klar. Was habe ich denn alles für Waffen? Oh. Ezio, die sieht echt behindert aus. Wenn man das so mit Verlaub sagen darf. Ich werde ja auch nicht lange bleiben wollen, denn ich will hier nur die Missionen machen und dann gehe ich auch wieder. Turmgeländer, das war so lustig. Schrie immer wieder sowas wie: Komm doch, du sicher. Ich denke, wir machen mal wir werden uns einen Überblick mal schaffen. Gehen erstmal auf die Karte. Gab es hier nicht irgendwo einen Aussichtspunkt? Ah, warte mal, wir können ja auch gerade gucken. Es war, ist ja eine neue Montur freigeschaltet worden. Die Desmond-Montur. Stark. Was hat der für eine Kraft? Keiner, mein Freund. Und meine Mission ist danach da oben, ne? Klettern jetzt hier hoch und ich denke, wir müssen dann den Aussichtspunkt machen.
Gibt, glaube ich, auch nur einen hier. Spion ausfindig machen.